Hallo, willkommen zu unserer nächsten Bewegungsaufgabe. Aber erst müssen wir uns umziehen. Okay, dann zeigen wir euch mal, worum es heute geht. Da sind wir wieder. Wir haben beim letzten Mal den beidbeinigen Absprung und das Landen gelernt, beziehungsweise geübt. Ja, darüber könnte man noch viel mehr machen, ein viel längeres Video, aber damit euch nicht so langweilig wird, habe ich es sehr kurz gehalten. Heute werden wir mit dem einbeinigen Absprung weitermachen, wie zum Beispiel auch der Weitsprung funktioniert. Die schon in der Schule sind, die kennen das von den Bundesjugendspielen. Aber bevor wir gleich anfangen, wollen wir es erstmal warm machen. Für das Aufwärmen macht einfach genau das, was ich mache. Ich werde euch alles genau erklären und dann könnt ihr direkt vor dem Bildschirm mitmachen, okay? Wir fangen an, indem wir erstmal in die Hocke gehen. Das kennt ihr von meinen Dehnvideos schon. Und wir wollen die Mobilität in den Knie, Fuß und in den Hüftgelenk haben. Deswegen gehen wir in die Hocke. Die Fersen bleiben dabei auf dem Boden. Ich drehe mich mal seitlich, damit ihr das besser sehen könnt. Und langsam runtergehen. Zack. Bei mir knacken die Knie dabei. Wenn er das knackt, das ist nicht schlimm, solange es nicht wehtut. Und dann hier wieder hoch. Und nochmal runter. Ganz langsam runtergehen. Und hoch. Und nochmal runter. Ja, letztendlich ist das auch die Sprungbewegung. Hoch. Und dann letztes Mal runter. Der Rücken bleibt dabei gerade. Und wenn ihr unten seid, dann dürft ihr den Rücken entspannen. Dann legen wir mal die Hände auf den Boden. Und probieren mit den Handflächen nach vorne zu gehen, ohne mit den Fersen hinten abzuheben. Und wieder zurück. Und dann drücken wir die Knie mit den Ellbogen auseinander. So. Und wieder hoch. Sehr gut, jetzt haben wir uns ein bisschen mobil gemacht hier in den Gelenken. Was jetzt fehlt, ist noch die Wadenmuskulatur ein bisschen aufzuwärmen. Dafür gehen wir einfach auf die Fußballen. Hoch und balancieren. Achtet dabei darauf, dass ihr, ich stelle das mal von vorne, dass ihr nicht mit den Fußgelenken so nach außen geht, sondern schön gerade bleibt. Ja? Und nach oben, gerade bleiben. Und runter. Und wieder hoch. Zack. Langsam runter. Explosiv hoch. Und hoch. Und hoch. Und hoch. Und das war ein bisschen zu viel. Jetzt kombinieren wir das mit der Hocke. Und zwar gehen wir erst nach oben. Und dann gehen wir runter. Und bis in die Hocke. Und wieder hinstellen. Und hoch, runter, absetzen, in die Hocke. Kommt euch diese Bewegung bekannt vor? Das ist das Abfedern bei der Landung. Wir landen mit den Fußballen, dann kommen wir dann runter und das Abfedern bis in die Hocke. Okay, noch ein letztes Mal, hoch und dann Fersen absetzen und in die Hocke. Sehr gut. Dann wollen wir noch ein wenig die Oberschenkel dehnen. Das machen wir so, indem wir uns auf einem Bein stellen und mit der einen Hand hier das Fußgelenk fassen. Bitte nicht den Fuß, sondern das Fußgelenk. Und dann probiert ihr, die Knie zusammenzubringen, hier vorne. Ja? Wenn ihr Probleme habt beim Stehen, könnt ihr gerne irgendwo festhalten, sonst einfach den Arm ausstrecken und den Fuß hinten zum Vorziehen. Beine zusammen. Und dann auf die andere Seite. So, was wir jetzt noch machen können, ist, wir ziehen das Knie zur Brust. Ja, wieder auf ein Bein stellen und dann ein Knie hochheben, ans Schienbein fassen und dann hochziehen. Richtig schön hoch. Die andere Seite.
Für die erste Übung wiederholen wir nochmal ganz kurz die Technik vom letzten Mal. Ja, wir brauchen wieder etwas, wo ihr hochspringen könnt. Wir haben hier einen Kasten, wenn ihr es draußen macht oder im Garten. Vielleicht wenn ihr eine kleine Mauer habt oder sowas. Und zwar machen wir erstmal das Hochspringen. Das machen wir nur ganz kurz. Ja. Wir erinnern uns daran, die Körperhaltung. Wir gehen in die Vorspannung, wir gehen runter. Dann die Arme nach hinten. Und wenn wir jetzt springen möchten, dann schwingen wir die Arme nach oben, strecken uns, strecken den gesamten Körper und heben dann erst vom Boden ab. Okay? Vorspannung und hoch. Noch einmal. Macht das ruhig direkt mit. Wenn ihr das gerade draußen schaut, das Video. Runter und los. Okay. Auch dann erinnern, hier auf den Fußball dann. Nicht mit dem Fuß, sondern schön auf den Fußball. Noch ein letztes Mal. Runter und Schwung. Zack. Sehr gut. Und andersrum für die Landung. Jetzt müssen wir uns auf das Abfedern konzentrieren. Das heißt, schön auf den Fußball landen und so weich es geht, runterlassen. Mit den Fußgelenke beugen, Knie beugen und Hüfte beugen. Aber nicht den Rücken dabei krumm machen. Hier gerade bleiben, Körperspannung bewahren. Runter und zack. Und nochmal. Einen kleinen Hüpfer. Okay. Stellt euch vor, ihr seid wie eine Sprungfeder. Wenn ihr abspringt oder wenn ihr eine Sprungfeder zum Springen bringen möchtet, müsst ihr die zusammendrücken. Das ist diese Phase. Sprungfeder zusammendrücken. Wenn ihr die Sprungfeder jetzt loslasst, springt sie hoch. Und wenn die Sprungfeder landet, dadurch, dass sie so flexibel ist, macht sie sich auch erst wieder klein, bevor sie in die normale Position zurückkommt. So. Dann geht es weiter mit dem einbeinigen Sprung. Der einbeinige Absprung. Bevor wir damit beginnen können, wäre es besser, wenn ihr herausfindet, welches euer Sprungbein ist. Das heißt, von welchem Bein ihr besser abspringen könnt. Wer das schon weiß, gut. Wer das noch nicht weiß, hier ist eine kleine Methode, wie man das herausfinden kann. Und zwar stellt ihr euch hin, dann lasst ihr euch nach vorne kippen. Und das Bein, mit dem ihr euch abfangt, automatisch nicht drüber nachdenken, das ist meistens das Sprungbein. Okay? Bei mir ist das nicht so. Und das ist auch bei jedem anders. Aber wenn ihr gar keine Ahnung davon habt, welches euer Sprungbein ist, dann könnte das helfen, das herauszufinden. Sonst probiert die Sprünge, die wir gleich machen, einfach mit beiden Beinen einmal aus. Dann werdet ihr merken, okay, mit dem Bein kann ich besser springen als mit dem und dann habt ihr euer Sprungbein. Wir stellen uns jetzt vor den Gegenstand, wo wir drauf springen möchten. Ja, wir haben hier diesen Kasten, vielleicht habt ihr draußen die Mauer oder es geht auch um den Bordstein. Es geht nicht um die Höhe, ja, es geht erstmal um die Absprungtechnik. Und wir stellen uns in einer Schrittstellung davor, sodass ein Bein vorne ist. Und das ist das Sprungbein. Okay, das muss vorne sein. Und was wir jetzt machen, wir nehmen die Arme nach hinten, weil die Arme auch wieder sehr wichtig sind. Und dann schwingen wir uns nach vorne und springen auf den Kasten. Okay, oder auf den Bordstein. Oder auf die Mauer. Nochmal. Schrittstellung, Arme nach hinten zum Schwung holen und nach vorne und hoch. Okay. Hier ist jetzt eine Sache ganz wichtig, und zwar, dass ihr das hintere Bein, dass ihr da das Knie hochhebt und das so nach vorne kommt, das Knie. Das ist eine ganz wichtige und essentielle Bewegung. Wenn ihr dann noch weiter springen möchtet und vor allem gut im Weitsprung werden möchtet, ist das hier sehr wichtig. Okay, das können wir jetzt hier ganz einfach üben. Nach hinten. Wenn ich jetzt die Arme nach vorne ziehe, dann kommt das Bein direkt mit. So. Und wenn ich dann in der Luft bin, ziehe ich das hintere Bein, also das Sprungbein, ziehe ich das nach. Zack. Ich zeige das mal von der anderen Seite mit demselben Bein. So. Und so. Das könnt ihr erstmal üben. Und wenn ihr das sicher drauf habt, dann können wir weitermachen. Ich hoffe, das hat schon gut geklappt bei euch aus dem Stand. Denn jetzt werden wir das Ganze mit ein bisschen Anlauf probieren. Ja, wir hatten vorher die Situation, dass wir links, also das Sprungbein vorne haben und dann hier direkt nach oben springen. Wenn wir jetzt anlaufen, dann muss das Sprungbein natürlich das letzte Bein sein, was den Boden berührt, bevor er springt.
Das heißt, wenn ihr Probleme habt, so zu wissen, okay, wo endet der Anlauf, wo muss ich mich hinstellen, dann könnt ihr euch so einen Schrittstellung vor den Gegenstand stellen. Und jetzt gehen wir erstmal nur einen Schritt zurück. Zack. Und dann nehmen wir noch einen. Und wenn wir jetzt hier zwei Schritte nach vorne gehen, dann haben wir ungefähr den Anlauf. Und dann können wir mit dem Sprungbein abspringen. Okay, also einen Schrittstellung mal vorstellen. Zack. Zwei Schritte zurück. Eins, zwei. Und dann nach vorne und hoch. Ja, achtet schön auf die Arme. Das ist sehr, sehr wichtig. Das vergessen viele. Nochmal. Hinstellen, zwei Schritte zurück. Eins, zwei. Und wenn ich jetzt anlaufe, ich habe jetzt, das ist für mich jetzt sehr wenig Anlauf. Deswegen nehme ich von Anfang an schon die Arme nach hinten. Okay, damit ihr die auch nicht vergesst. Noch ein letztes Mal. Und eins, zwei. Und laufen. Okay, das könnt ihr jetzt ganz weit noch nach hinten gehen. Das heißt, ihr könnt ganz viel Arme noch nehmen. So, ich denke, ich bin hier nicht mehr im Bild. Und jetzt komme ich ins Bild gelaufen und springe auf den Kasten drauf. Oder mit zu viel Schwung. Okay, das könnt ihr ganz leicht am Bürgersteig üben zum Beispiel. Natürlich nur, wenn da keine Autos sind. Nochmal aus dem Bild raus. Und nach vorne, Arme hoch und landen. Okay? Und dann wollen wir jetzt mal gucken, wie es aussieht, wenn wir hochspringen wollen und nicht weit. Dann wollen wir mal schauen, wie das Ganze aussieht, wenn wir hochspringen müssen. Eine kurze Info zu der Höhe. Nehmt bitte eine Höhe, bei der ihr euch sicher fühlt. Ja, ich nehme, das ist jetzt ziemlich hoch, das ist ungefähr hüfthoch bei mir, aber das kann ich es besser daran zeigen. Okay, deswegen habe ich das so hoch gemacht. Und bei euch, wenn ihr es noch nicht sicher könnt, geht nicht höher als Kniehöhe. Das reicht schon wahrscheinlich. So, jetzt, wir machen eigentlich genau das gleiche wie vorher, nur dass wir nicht mehr so weit springen und dass wir die Arme nicht nach vorne ziehen, sondern wir müssen jetzt nach oben. Das heißt, wir ziehen die Arme Richtung Himmel. Noch weiter nach oben als vorher. Okay, ich zeige es einmal, wie es langsam wäre, ohne zu springen. Schwung nehmen und dann springen wir in diese Richtung nach oben. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr die Knie richtig schön hochzieht. Ja, wenn ihr die nicht hochzieht, dann bleibt ihr mit den Füßen unten hängen. Und das wollen wir nicht. Ich zeige euch jetzt erstmal eine Variante, wie ihr sicher auf dem Kasten landen könnt und euch an der Höhe proben könnt. Okay? Und dafür landen wir nicht mit zwei Füßen, sondern mit einem. Und zwar stelle ich mich hier hin, wieder in Schrittstellung, vorbereiten und dann lande ich auf dem Fuß, der nicht abspringt. So. Die andere Hand ist auch auf dem Kasten. Ich zeige es mal mit der anderen Seite, dann seht ihr das besser. So und hoch. Ja, dann könnt ihr gucken, okay, wie hoch muss ich überhaupt springen, damit man nicht so hoch kommt. Wenn dann der Gegenstand jetzt nur bis zur Kniehöhe hoch ist, dann kommt ihr vielleicht nicht mit den Händen drauf, aber ihr könnt locker mit einem Fuß drauf springen. So, möchte ich jetzt ganz nach hoch springen, dann muss ich das eine Knie richtig schön hochziehen und das andere nachziehen, und zwar sehr hoch. Ich nehme ein bisschen Anlauf dafür, ja, so wie eben. Wir stellen uns hier nach vorne hin, zwei Schritte zurück. Und jetzt bereit machen, konzentrieren, nochmal die ganze Bewegung im Kopf durchgehen, weil ein Sprung ist zwar eine natürliche Bewegung, aber sehr komplex. Und nach vorne und hoch. So, hier oben bin ich nicht mehr da. Da bin ich wieder. So, nochmal das Ganze. Ich stelle euch ein bisschen weiter weg von dem Gegenstand, auch wenn er nicht so hoch ist, dann könnt ihr es besser üben. Und Anlauf nehmen, konzentrieren und hoch. Zack. So, jetzt stehe ich nicht auf, denn sonst bin ich wieder weg. Wenn ihr aber auf dem Gegenstand landet, bitte immer aufstehen. Okay? So, noch ein letztes Mal, bevor ich noch was Neues erkläre. Konzentrieren, nochmal die Bewegung durchgehen. Nach vorne, Arme nach hinten. Arme hochreißen, Knie mitziehen, das andere Knie mit nach oben nehmen. Und zack und hoch. Okay. Was hier jetzt wichtig ist, ist, dass ihr euch nach oben hebelt. Okay. Das ist ein bisschen schwer zu erklären, aber ich versuche es mal trotzdem. Wenn ich springe,
dann ist mein Fuß sehr weit vor mir. Wenn ihr nur weit springen möchtet, dann springt ihr ungefähr so ab, wenn ihr weit möchtet. Aber wenn ihr hoch möchtet, dann stellt ihr den Fuß, der springt, also das Bein, mehr nach vorne, weil dann hebt ihr euch so nach oben. Okay, ich tappe das nochmal. So, das werden wir gleich nochmal in Zeitlupe anschauen, dann seht ihr das besser. Das, was ich gerade erklärt habe, und das mit dem sich selber hochhebeln, das nennt man auch Blocking. Ja, ist Englisch, Blocken. Das ist, viele machen das schon von sich aus. Aber das ist jetzt für die Leute gedacht, die höher springen möchten, oder Kinder, die höher springen möchten und das noch nicht so ganz schaffen. Die können mal probieren, das zu üben. Wenn ihr das nicht üben wollt, kein Problem. Das ist eine Sache, die ist eher schon für Fortgeschrittene. Wir werden euch jetzt noch ein paar Sprünge zeigen, die wir draußen machen, wo ich schneller laufe, wo ich weiter springe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, denn dann gibt es endlich die Figuren in der Luft. Zum Beispiel Drehung oder die schöne Kanonenkugel. Bis zum nächsten Mal. Warte. Ja. Wie eben versprochen, bin ich jetzt draußen und wir werden jetzt gemeinsam mal schauen, wo man draußen überall das Springen üben kann. Wir haben das beidbeinige Springen und das einbeinige Springen. Und ich werde euch jetzt kleine Clips zeigen, wo ich auf etwas drauf springe, so was ihr auch machen könnt. Okay? Ihr müsst einfach nur die Augen offen halten, ein bisschen kreativ sein und dann findet ihr überall Gelegenheiten, um das Springen zu üben.